hier in Lourdes ist es ziemlich heftig. Die sind auch nicht da zu spazieren. Er ist gestürzt, jetzt mal einfach gucken, wie es weitergeht, ob der überhaupt weiterfahren kann. Wir sind gerade vom Trackwalk hier in Lourdes für die World Cup zurückgekommen. Yannick und ich haben die ganze Strecke inspiziert bzw. das erste Mal kennengelernt. Mein erster Eindruck war erst krass. So eine Strecke bin ich noch nie davor gefahren. Aber die sieht echt cool aus und ich denke, dass das ziemlich Spaß machen wird, aber auch sehr schwierig sein wird. Ein bisschen habe ich schon Angst vor der Strecke, also hat es eine Stelle, die sehr steil ist und sehr anspruchsvoll und da sollte ich auf jeden Fall mein Hauptaugenmerk drauf legen. So, Yannick ist gerade von seinem ersten Trainingslauf heruntergekommen und er ist gestürzt, er ist auf die Hand gefallen, hat sich an der Handball verletzt, beziehungsweise ein kleiner Schnitt und ziemlich stark geprellt. Wir haben jetzt bei dem Sanitäter, müssen wir einfach gucken, wie es weitergeht, ob der überhaupt weiterfahren kann. Meiner Hand geht es jetzt heute Morgen ein bisschen besser als gestern. Es tut zwar immer noch weh und die ist jetzt stark getaped und gepolstert. Das ist, dass ich den Berg besser runterkomme. Und jetzt so bin ich relativ zuversichtlich, dass das klappt. Ab, Yannick, komm! Ja, ich nur eins, ich hoffe, dass er gut angekommen ist, dass nichts passiert ist. Und? Wie sieht's aus? Ist alles gut, ja? Ja, wir haben jetzt am Anfang das Susi, okay. Oh, ich verstehe nichts. 4,51. Okay. Das ist schon was Besonderes, bei einem Weltcup mitfahren zu dürfen und also ja, so ist schon ein Erlebnis sowas und da ist man schon stolz drauf, ja. Yannick jetzt mit seinem 42. Platz bei der Qualifikation ist, denke ich mal, auch sehr zufrieden mit sich selbst. Er hat einen super Job gemacht, ja. Also jetzt erstmal wieder fit werden und dann ist das erste Rennen in Maribor und dann geht's wieder richtig los und da freue ich mich drauf.
Wir sind hier in Winterberg bei dem Dirtmasters Festival. Das ist eines der größten Festivals in Europa. Die Stimmung ist gut, der Yannick ist hochmotiviert. 3 Tage, wird gut.